Käse. Ich hab ein schwarzes Bällchen. Warum das denn? Ich hab keine Ahnung. Hi übrigens. Servus. Schwarze Bildschirm, was machen wir für Veranstaltungen? Es hätte ein so schöner Anfang werden können. Bist du jetzt bereit? Ja. Gut. Dann kämpfen wir jetzt die Trümmer. Ach, ich sehe schon, Sky und Saigegen werden die besten Freundinnen werden. Ja, ich lese mir das immer alles komplett durch. Also ich tue es. Solltest du. Das sind wichtige Story-Elemente. Alright then. So, das, dieses, jenes. Was? Gib mir nein. Wow. Okay, das sieht interessant aus. Es blinkt und blitzelt. Bestimmt gesund. Ja. Warte mal, ist das ein Fahrstuhl? Nee. Aber das ist eine Leiter. Doch, so schön gewesen. Ich bezweifle, dass wir klettern können. Aber wir können Stühle durch die Gegend schmeißen. Yay. Secrets. Ach, guck mal, da läuft unser Kerl wieder. Unser Kerl? Ja, das Riesenvieh. Hinter dem Haus. Hi! Was ist mit Corby? Ich hab noch zu Ende gelesen, alle drei Seiten. Ach so. Simon liest ja anscheinend eh unglaublich schnell und du hast nicht gelesen, weil keine Ahnung, was ihr gemacht habt. Der liest auf deinem Herzen. Meine ich ja. Ich weiß nicht, Simon, hast du alles gelesen? Ich habe alles gelesen, ja. Gelesen oder überflogen? Nein, wirklich gelesen. Glaub ich dir nicht. Ist aber so. Du liest dir wahrscheinlich selbst vor. Nee, ich bin mittlerweile einfach relativ müde und muss Sachen langsamer lesen, um sie doch komplett zu verstehen. Ja, also liest dir doch selbst vor. War das auch deine innere Stimme? Eigentlich nicht. Meine innere Stimme sagt mir langsam gerade, dass du einmal wieder irgendwelche Sachen als gegeben ansiehst, die nicht gegeben sind, aber hey. Naja. Jetzt kann man auch ohne diese innere Stimme lesen. Jo, dann. Was gibt's denn? Gutachten, diese Strandpromenade hier. Voller Elektroschrott. Nebenbei Wasser mit Secret? Was du erwähnt hattest? Nicht weiter. Ich hab nur unseren Riesen-Alien-Lumenvieh gesehen. Und ich habe mich in Wurzeln fest gefressen. Geil. Okay. Ich sehe unser Riesen-Alien-Lumenvieh nicht. War hier hinter diesem Haus. Achso, und ist wahrscheinlich schon weg, wie ich euch kenne. Mhm. Wirklich? Oh, ich sehe es nicht mehr. Dafür sehe ich Ränder im Nebel. Und was noch rum. Schlecht. Aber gut, egal. So, lassen wir schon die gehen. Darum, da außen rum und so weiter. Da kommen auch noch mehr dazu. Oh, herrlich. Irgendwie so, ich habe einen Strand gefunden, wo Leute chillen könnten, wenn hier welche wären. Aha. Ja, ist so hinter dem Dings ist so ein Weg. Naja, bin schon unter. So ein Sandpfad. Oh. Ich wollte den anderen Weg gehen. Warum ist der Button jetzt auf einmal grün? Welcher Button? Wo? Dieses keine Ahnung Ding. Ach, dieses keine Ahnung Ding, das ist geil. Stimmt, das war vorher mal rot. Und warum streift? Oh!
Oh! Wait. What? Was hast du gemacht? Was ist passiert? Er hat auf das ehemals grüne Ding geschossen und ist es wieder rot geworden. Ja, und oben hat sich ein Stück von dem Rotor bewegt. Aha. Mach nochmal, wenn's geht. Noch ist rot. Jetzt ist wieder grün. Wow. Ah. Könnte das eine Waffe sein? Ach, das heißt, jeder, der hier lang geht, mach das nochmal an, wenn es gleich wieder an ist. Obwohl, ich mach's gleich selber an, wenn es wieder angeht, Moment. Don't rush me. Good to go. Wieder grün. Muss mich selbst ins Abyss kicken. Danke. Hat's funktioniert? Ist es durch mich durchgeflogen überhaupt? Hat mir irgendwie zugeguckt? Nein, natürlich nicht. Ja, es ist aber bis nach ganz nach unten gekommen. Ja, okay, dann macht das Spiel dann keinen Schaden. Aber gut zu wissen, das sollten wir in unsere Bahn einbauen. Jo. Ja. Gut, deswegen heißt man wahrscheinlich der Zertrümmerer. Macht Sinn. Jo, passt. Ich geh zu den Kriegern. Let's get going. Geh dahin, wo ich gebraucht werde. Da sind die, da sind jene. Boah. Doch, da sind. Hier. Mutatoren, die wir da gemacht haben. Na richtig, die Viecher machen ja Schaden. Ich habe aus irgendeinem Grund kaum noch Frames in dem Spiel gerade. Okay. Ich meine, das meine ich ernst. Ich habe wirklich kaum Frames. Das ist nicht gut. Hier kurz in die Optionen, Moment. This will work nicely. So, dann hatten wir das schon mal. Am besten hier noch Sloan oder so. Ja, ich mache den schon. Das sind ja dieses Weltspender. Ich mach mal hier auch mal eine Kairos hin. Oh. Danke. Jetzt. Oh. Dann ab wenigstens die Kairos. Nein, ich brauche jetzt einen verlangsamten Weltspender. Ich brauche drei. Ich habe ziemlich in jeder dieser Bonusmissionen wieder Stufen runterschalten müssen. Wenn das für mich schlimmer wird, ich kann nicht mehr tiefer schalten. Ich spiele jetzt auf den niedrigsten Einstellungen, die das Spiel bietet. Okay. Geil. Moment. Ja, ich habe bis jetzt noch nichts gemacht. Ich habe immer noch zwei Teile hier und ich habe die ganze Zeit einfach nichts gemacht. Praktisch, weil so ist. Wo brauchen wir denn noch gerade so dringend? Einfach hier. Oh, so geht's auch. Danke. Ne? Nee, ich habe eigentlich ja noch Weg. Ich habe noch Wegpunkte. Also hier die Wegsteine. Ach so. Also ich einfach hier weitermachen, den Weg, oder? Pendel also so als. So als, hin und her wieder, so als Zickzack, ne? Ja, cool. Das hast du also schon gemacht. Wollte ich gerade wegnehmen, ging auch nicht mehr. Woher kommt das wohl? Dann. Vielleicht ein Blitzturm oder so in die Ecke. Oder ich weiß schon. Ja. Ah, ich habe keine Punkte mehr. Und ich habe keinen Blitzturm. Dann gib mir Punkte. Ich habe den Blitzturm, ja.
Darf es etwas mehr sein? Danke. This will work nicely. Ja, komm, das bisschen kann man jetzt auch noch machen. Ja, ich habe halt nichts mehr. Warum nicht? Brauchen wir sonst noch irgendwas? So konkret nicht. Ich habe da eine Amp hingestellt und die Kairos könnte geerbt werden. Das und ich glaube, die kann ich etwas besser verteilen hier. Jetzt habe ich das Gefühl, dass irgendwo immer noch Punkte nicht ganz richtig. Nee, doch, passt, okay. Keine Sorge, alles in Ordnung. Der Blitzturm ist auch erst auf 2. Ja, ich weiß das vielleicht. Okay. Gut, das war schon unser. Nein, ah! Ich liebe dieses Spiel. Jetzt habe ich gerade da hinten die Kanone overcharged ein Stück weit, weil irgendwie der Cursor plötzlich nach hinten gehüpft ist. Ja, ansonsten hätte ich die jetzt hier auf 3 upgraden können. Dann anscheinend nicht. Ja, wir haben ja kein Ding, oder? Nee, haben wir nicht. Ja, bau das einfach wieder ab, ist okay. Ja. Weil das hier praktisch klüger ist. Kannst du schräg nach oben platzieren gleich, wenn du willst. Weil viel besser kann man den Platz da eh nicht nutzen. Naja, doch. Dann könnte die von. Naja, boom. Momentan noch nicht. Später vielleicht. Dann kann man bauen. Kostet ja nix. Let's get going. Dann go? Ne, erst mal gucken, was von wo kommt. Aber. Ach, dann ist mir auch egal. Ich geh zu den Mutieren. Mach hier die Sprinter. Oder auch nicht, weil ihr noch nicht kommt. Hi. Zeitlimit. Ja. Yay. So unhöflich. Ja. Danke. In einer verteilt ist immer was schneller. Ich weiß ja nicht, wo der ganze Kram hin soll zum Bauen. Meine Sache lohnt sich eher erst, wenn man wieder ein bisschen Zeit zum Nachdenken hat. Die ich dabei habe und so. So, wo kann ich Geld reinstopfen? Ja. Hier in den Torleser. Kannst du auch so. Nö, ich baue nicht mehr aus. Gut, das. Geh mal hier hin zu den Dings, die ich an vorher mache. Ich hab gar nicht aufgepasst, was kommt. Da kommen noch einige von denen. Rhinos sind fast beim Kern. Die Tiere sind gerade fast überall. Wir haben aber erstmal Priorität.
Oh, wir haben neue Viecher. Ach so. War gerade, glaube ich, ein neues Vieh. Hm. Boah. Haben wir Zeit? Ja, wir haben Zeit. Perfekt. Ich habe nämlich noch die. Hier den Fokus. Theoretisch. Ah, stimmt. Den gibt's ja auch noch. Eben. Ja, bei der Range kannst du noch irgendwo hier an den Rand packen. Eben, was ist das für ein Teil? Was für ein Teil? Wo? Ach, das ist dieses. Das sieht so komisch aus, dass du das nach unten passiert ist gerade. Ja, weil Legaus gerade erzielt hat. Ja, für mich sieht das nämlich gerade so aus, so. Was ist das für ein Turm? Nee, so. Jetzt ist er weg. Ich bin nur gewundert, aber was ist das? Ist das ein neuer Turm? Ey, so gut läuft's leider noch nicht. Also wollen wir den Fokus irgendwo hinpacken? Passt der noch irgendwo hin? Jo. Ja, ich weiß nicht, auswendig wie groß die Range ist. Ja, ansonsten würde ich den Fokus einfach da hinstellen, wo ihr beide gerade drauf steht. Oh, machen wir mal. War das der Fokus? Ja, ne? Das ist der Fokus. Das sind Kindersätze immer noch. Ich glaube, so eine handelsübliche Kanone wäre nicht schlecht. Eine was? Na, obwohl, da haben wir schon eine. Hm. Wir haben sonst alles schon maximiert außenrum. Ja, haben wir, okay. Wir können, ich schau immer wieder die einzelnen Teile so einzeln an, obwohl ich hier noch nicht mehr gucken kann. Hier hinten schon mal weitermachen. Du einfach irgendwie 1000 noch was Punkte hast. Mach doch mal hier fertig. Wo hier fertig? Ich hab doch die Lane weiter. Ach nee, runter. Ich hab noch einen Block. So. Wobei das Sinn. Markus, das hier ist doch total egal. Wir laufen hier eh den kürzesten Weg durch. Du hast noch zwei Blöcke. Oh. Was? Nein, das ist nicht. Gut, jetzt geht's, jo. Warum willst du um deine Ecke? Na, ich weiß ja nicht. Bau doch was anderes hin. Ich habe auch noch einen Kanonenturm da und eine Gatling. Hey. Ich bin mir ziemlich sicher, der macht hier mehr Sinn. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der hier am meisten Sinn macht, weil der dann in der Amp ist. Der Kanon, ist der noch eine Amp? Amp. Mhm. Na, da wird. Da meintest du? Das reicht noch für die Anfänger? Okay. Normalerweise schon. Ja. Ja, kannst du noch upgraden? Locker ja. Noch in der Amp drin, ja. So, eins können wir noch. Ja, komm, diese 7, wir bleiben stehen. Du kannst mich, weil ich behalte meine 7 Punkte, die kriegt jetzt Simon. Ja. Danke. Statt einfach die 7 Punkte aufzufüllen? Nee. Du musst nur wieder Arschloch sein. Und es wird sich finden. Was haben wir noch für Türme dabei? Was können wir noch gebrauchen? Oder haben wir schon alles? Also alle meinen Türme stehen schon auf dem Feld. Ich hab ansonsten nur noch die Gatling, die man aufstellen kann. Und die hast du ab jetzt jeder, weil es diese schöne Harfe gibt. Ja. Hm. Ihr könnt allerhöchstens noch ein Slow einbauen? Nein. Oder eine Gauss. Ansonsten overcharten wir einfach nochmal. Also eine Sache, die ich auf jeden Fall sehe, die wichtig sein wird. Ja. Wir müssen die beiden Mutierer so schnell wie möglich wegkriegen. Und das am besten bevor die drei schweren Läufer da rausrennen. Und die Heiler, ja. Ach stimmt, das sind, ich hab überlegt, wie sahen die Heiler nochmal aus, aber das waren so die. Also werde ich mich wahrscheinlich mit Simon dahin stellen, wo die Viecher rauskommen. Oh. Du kümmerst dich so lange um die Heiler oder so. Kann ich mal. Weil die Heiler sind gerade schlimmer als die schweren Kampfläufer, weil die immer noch langsam sind. Hep. Hep. Ja. Markus macht eine Artillerie. I'm ready.
Was? Artillerie? Artillerie, ja. Artillerie. Okay, wenn du meinst. Anti-Aircraft Artillerie. Ei. Alter, Waffe weg in meine Fresse. Ich kann die ganz sicher auf alle schießen. Die gehen gerade alle nicht auf mich. Jetzt zielt einer auf mich. Geht. Aber ich bin hier gefangen an der Ecke, in der ich stehe. Heile oh! Was bin ich gestorben? Und da wurde gerade ein Heiler gepusht, glaube ich. Keiner von den beiden durch. Ich bin kurz vorher gestorben. Ach, spuck das in mir auf. Oh Mann. Aber es sieht doch eigentlich ziemlich gut. Boah, ja. Der Kern ist. Nee, ist nicht voll, schade. Wir haben auch, glaube ich, keinen, der den wieder auflädt, oder? Stimmt, das hatte ich doch. Oder das hatten wir rausgenommen, weil wir in der letzten Runde. Ah. Ich wollte sogar nachfragen, da war die alle schon längst im Spiel drin. Habe ich mir gedacht, das ist auch egal. Wir haben nämlich keinen regenerativen Kern. Wir haben immer nur diese paar Futzels, die da sich selber regeneriert pro Runde. Tut er gar nicht, soweit ich weiß. Oh geil, dann haben wir jetzt gleich ein Problem wahrscheinlich. Weil normalerweise wäre der jetzt problemlos voll, aber hey. Also einen Turm können wir noch in Ambrane stellen. Vorschläge, Wünsche. Also ich habe nur einen Fokus und den Raketenturm, mehr kann ich nicht anbieten. Hier vorne hin. Ja, ich glaube fast nach Gegenturm wäre hier die beste Wahl, weil strategisch gesehen ist der Platz hier nicht der beste. Das stimmt. Ich habe auch was in großer Range. Also hier das hier, oder? Ja, da nehmen die Harfe. Ach, ja, gerade da. Stimmt schon. Stufe 1 und Stufe 2. So, jetzt haben wir hier den Bereich maximiert. Warum laufen wir es darum? Ach, was soll's? Nebenbei, kleinster Winkel macht vielleicht gar nicht so viel Sinn, oder? Obwohl eigentlich so ein Tag, also ein Target behalten. Das gibt's aber leider nicht als Aussage. Der kleinste Winkel wechselt ständig. Eben. Aber mit meiste Gesundheit wechselt eigentlich auch recht häufig. Also sobald der den einen niedriger gekriegt hat, sind die anderen wieder höher und der wechselt um. Ich glaube, damit ist aber den nächsten gemeint. Das heißt, einmal einen fertig machen, dann den nächsten. Glaube ich zumindest. Oder meint der nächste... Nee. Kleinster Winkel wäre sonst der nächste, ne? Also der am nächsten an dem Teil dran ist. Kleinster Winkel, oder? Ja. Das sind diese Spitzfindigkeiten wieder. Und dann gehen wir einfach auf den nächsten und schauen, was das macht. Oh, müssen wir mal beobachten. Ich habe noch zwei Plattformen. Ja, versuch mal die da von oben rechts ein bisschen was abzuschirmen. Ich bin der Grüne. Das ist immer so mies. Wieso bist du nicht immer grün? Ja, ich habe halt... Wenn man auf die Karte guckt, sieht man eigentlich nur gelb gut, weißt du? Ja. Weil du gehst auf den Plattform so komplett unter. Wenn du auf die Karte guckst, steh mal eine blaue Plattform und dann achte mal nicht auf dich. Siehst dich selbst gar nicht. Try me a river.
Spruch ist eigentlich auch schon wieder fast alt. Das hört sich irgendwie witzig an, wenn man sich ganz schnell dreht. Hä? Ja, da macht die Sound Engine voll, keine Ahnung, komische Sachen. Nicht bei mir? Ja, muss richtig schnell machen. Also Makro schnell. Oder wie? Nee, ich hab meine Maus auf 6400 dpi. Warum tust du sowas? Weil ich so schnell zocken muss. Ganz kurz, ich könnte meine Maus auch noch was höher stellen und die Empfindlichkeit hier ganz hoch drehen. Das müsstest du. Ach, wieso mach ich das eigentlich so kompliziert? Ich weiß nicht, hier, wie viele Taste, die ich momentan eingestellt habe. So auf blau jetzt, jetzt drehe ich schon mal viel schneller. Wenn ich es auf rot stelle, bin ich hier. Hui. Okay. Und aus ist unglaublich langsam, ja. Einfach mal auf blau vorerst. So. Ach ja, blau lässt sich auf jeden Fall sehr. Man bewegt sich recht stark. Ich habe noch 30 Punkte, sehe ich gerade. Komm, wir sollen hier. Ich habe noch 500 Punkte. Also 530. Nee, ich muss wieder auf grün zurückstellen. Na gut, dann hier, fancy Kanon. Mäuse mit fancy DPI-Werten und fancy Umstellbarkeit. Also wenn meine alte Maus den Geist aufgegeben hat, wollte ich wenigstens eine, die ein bisschen was kann. Ja. Und die kann in fucking drei Farben leuchten, wenigstens das Mausrad. Und das sieht hübsch aus. Blau, grün und gelb. Und du kannst die Farbe ausschalten. Blau, grün und rot, würde ich sagen. Und damit kannst du 4 DPI-Values mit verbinden. Und hast du diese Taste DPI, die mittig liegt, die kannst du einfach damit umschalten, diese drei Farben. 4. Aha. Und diese DPI-Werte kannst du auch noch frei manuell verschieben, wenn du willst, mit dem Tool. Cool. Und ich werde die Maus jetzt nicht nennen, weil dann wird's Werbung. Ich hab nicht schon wieder vergessen, den Part zu schneiden. Gerade noch rechtzeitig.